Ja, moin und herzlich willkommen hier zu einem neuen Angelvideo. Ich bin hier an so einem kleinen Fluss, abends ein kleines Endstück und wie man sieht, die Fiederroute, die steht da schon. Ein bisschen tricky zwischen den Steinen die Routenhalter reinzukloppen, aber der hat dann doch recht funktioniert. Dann habe ich noch eine Route bei, wo ich mit Pose angeln möchte, Köder. Wird recht einfach sein, Madewurm und ein paar Mini-Boilies sind es. Jetzt baue ich hier gleich den Rest auf, mische das Futter an und dann gehen die Routen raus und dann bin ich mal gespannt, was es hier heute gibt. Also viel Spaß beim Zuschauen. Beide Routen sind jetzt drin. Einmal hier mit der Pose, da sind Maden dran. Und hier auf der Fiederroute ist ein kleiner Popper-Boily. Angefüttert haben wir auch. Ganz normales Grundfutter, ein paar Erdbeerpellets und ein bisschen Hanf ist drin. Ja, dann schauen wir mal, was passiert. Der erste Fisch ist hier gerade hier vorne schon gesprungen. Ganz dicht am Ufer. Solange er dann rechts rüber geht zu der Route mit der Pose, dann bin ich zufrieden, dann kann er da ruhig anbeißen. Weiter rechts war auch ein bisschen Aktivität im Wasser. Mal schauen. Jetzt hier erstmal läuft, die Stelle ist angefüttert. Der gebe ich jetzt erstmal Zeit, bevor man dann eventuell vielleicht mal woanders auswirft. Also, ich bin guter Dinge, dass das klappt. So, in der Pose sollte der erste Fisch dran sein. Die geht immer von links nach rechts jetzt. Und das schauen wir uns mal an, werdet ihr gleich sehen, ob wir da schon was gefangen haben. Ja, es war tatsächlich nur der Wind wohl. Aber es war schon echt seltsam irgendwie, als wenn die Pose so steht, auf einmal kippt und dann in die Richtung geht und kurz Zeit später geht sie hoch und geht in die Richtung weg. Also vielleicht war was ganz Kleines dran und das hat er einfach nur die Maden in den Schnitt und hat dann dadurch die Pose ein bisschen hin und her gezogen. Mach sein. Weiter geht es. Jetzt erstmal frühstücken und dann hoffen wir mal, dass hier noch ein bisschen was passiert. Bestes Wetter hier heute. Wir haben jetzt aktuell 24 Grad. Es ist kurz vor 10. 12-13 km/h Wind aus Westen. Immer noch ein paar Wolken. Und da hinten kommen dann mehr Wolken, dann ist es hier besser auszuhalten und später ein bisschen Gewitter, ein bisschen Regen. Da tut uns, glaube ich, alle mal gut. Ganz kurz zu den Routen. Die Fiederroute 80 Gramm, 3,30 lang von WFT. Dann die Route, wo die Posenmontage dran ist, ist einfach eine Spinnroute von Spro, 3 Meter. Die hat, glaube ich, 25 bis 30 Gramm Wurfgewicht, ein bisschen überdimensioniert zum Posenfischen, aber da ich ja meist mit der Spinnroute oder generell auf Raubfisch unterwegs bin, musste die jetzt mal dafür herhalten. Ja, der Kescher ist recht oldschool. Den habe ich schon, ich weiß nicht, ich glaube 20 Jahre oder sowas, keine Ahnung. Schon ein bisschen in die Jahre gekommen, hier und da mal ein kleines Loch. Hier oben habe ich das gestern noch mit Kabelbinder ein bisschen gefixt, dass das Netz auch ein bisschen auf dem Rahmen bleibt. Aber hey, das reicht. Ja, wenn wir hier einen Fisch haben, der passt da auch rein. Von daher
muss man auch mal die alten Sachen benutzen, ne? Und nicht immer alles neu kaufen. So, gerade war nur was Kleines dran, ist beim Einziehen abgehauen. Jetzt haben wir wieder einen Biss gehabt. Ja, ich tippe mal jetzt in Grundel, ne? Die hängen sich an den Maden kurz dran und dann knabbern die die ab. So, der erste Fisch, ne? Zwar nur eine Grundel, aber egal. Fische sind auf jeden Fall da. Wir haben jetzt ein bisschen die Pose tiefer gestellt und schon gab es seinen ersten Biss. Die war wohl einfach noch zu flach. So, der Fang, ne? Wieder kleine Grundel. Aber der Haken ist so groß, dass sie den nicht runterschlucken können. Also können wir die schön abhaken und dann kann die wieder rein. Ja, vielleicht noch mal zum Futter. Das stand jetzt zwischendurch in der Sonne, weil ich es recht nass gemacht hatte. Aber jetzt zum Futterkorb befüllen ist es einfach zu trocken. Dann immer wieder ein bisschen Wasser rein und vielleicht das Futter im Schatten stellen. Da trocknet es nicht so schnell aus. Eine Grundel. Der Haken, sieht man, der hängt ganz gut. Die kommt wieder rein. Die nächste Grundel war jetzt dran, war ein bisschen kleiner. Da der Wind jetzt die Pose mehr Richtung Ufer drückt, werfe ich mit der Pose wesentlich weiter jetzt aus, dass die quasi vom Tiefen Richtung Flachwasser treibt über das Futter, was ausgebracht ist. Weiß natürlich nicht, wie viel Kleinfisch da unten ist, und das kann sein, dass das Futter dann ruckzuck wieder weg ist. Also hier vorne am Rand habe ich jetzt mal ein bisschen was reingeworfen, wo viele kleine Fische waren. Da ist jetzt nichts mehr von da. Die haben das jetzt innerhalb von, weiß nicht, 20 Minuten, eine halbe Stunde haben die da wirklich da alles ratzfatz weggeputzt. Ja, wie das jetzt im Tieferen aussieht, kann ich nicht sagen. Da kann man einfach immer noch nachfüttern. Aber bisher sind es eh nur Grundeln und ich glaube, die hätten wir auch gefangen, wenn wir einfach nur eine Handvoll Maden reingeschmissen hätten und dann die Pose an der Stelle eingeworfen. Dann hätten wir auch Grundeln gefangen. Ich glaube, die sind nicht so geil auf Futter. Die Fiederrute mit dem Futterkorb. Da ist jetzt wieder ein Wurm drauf. Die habe ich jetzt endlich auch mal ausgeworfen. Hab die dann aber, vorher gingen sie eher so, die zwei Bäume, die hier hinten sind, der und der Baum, habe ich so die Mitte markiert. Und jetzt ist sie eher so Richtung den linken Baum. Ungefähr selbe Distanz habe ich jetzt da mit zwei hingepackt. Mal schauen, ob da vielleicht mehr Lust ist, weil auf der Fiederrute hat man bisher keinen einzigen Kontakt gehabt. So, bei der Pose ist jetzt wieder was. Mal schauen, was das ist. Beziehungsweise ich warte jetzt noch mal. Ansonsten seht ihr es gleich, ob da ein Fisch dran hängt oder auch nicht. Grundel, handlang, recht dürr. Und ich habe jetzt einfach mal die Maden mal dran gelassen. Habe nicht immer neu bestückt, ein bisschen weiter ausgeworfen als sonst. Ja, gerade mal hier ein Schiff vorbeigefahren. Erst war das Wasser weg. Und jetzt ist wieder so viel rangekommen, dass die Rutenständer im Wasser sind. Endlich hat was Vernünftiges gebissen. Ich habe eigentlich nur mal kurz eingezogen und dann kam der Biss. Und da ist er. Ne? Ein schöner Barsch ist hier rausgekommen. Mal gucken, ob wir den hier. Ja, der Haken ist schon raus. Hängt natürlich jetzt hier schön im Kescher drin. Ja, da ist er, ne? Hier, schöner Barsch. Auf die Maden. Und der kann ja jetzt auch wieder gehen, ne? Da geht ab. Oh, meine Schuhe sind nass. Ja, nicht verkehrt der Barsch. Eigentlich hat es ganz kurz nur einen Biss gegeben und dann ziehe ich die Pose immer so zwei, drei Kurbelumdrehungen ein, um zu schauen, ist da wirklich was dran oder nicht. Weil bei den ganzen Grundeln weiß man hier nie. Und dann war richtig sofort Zug drauf und dann wird er wahrscheinlich in dem Moment, wo ich angezogen habe, hat er sich die Maden dann doch noch reingehauen und blieb hängen. Ne? Also
da ist schon mal ein kleiner Erfolg, mal was anderes außer Grundeln. Und vielleicht, wenn ein Barsch da ist, vielleicht sind jetzt mehrere am Platz. Dann schauen wir mal, vielleicht geht da ja noch mehr. Aber ich bin jetzt schon mal zufrieden, was anderes gefangen als Grundeln. Also, und jetzt ist da wieder irgendwas an der Pose, aber mal gucken, was es ist. Ich weiß nicht. Dann haben wir jetzt, ich habe gar nicht mehr gezählt, ich glaube 7 Grundeln sind es jetzt gewesen. Und da ist schon wieder ein guter Biss. Die geht das sofort ab. Da muss ich hin. Ja, ärgerlich, ärgerlich. Da war was dran, aber man hat es gut Ruppen gemerkt in der Rute, aber leider hat sich das die Bleischrote irgendwie am Boden verfangen. Und da war der Fisch ab. Weiß ich auch nicht, irgendwie unterm Stein oder so oder irgendwo im Gras hängen geblieben. Keine Ahnung, auf jeden Fall Fisch war da, die Pose ging richtig schön weg. Angezogen, hat sofort gemerkt, der Fisch wollte weg und in dem Moment hat er wohl das Blei irgendwann runtergezogen, vielleicht unter ein Stück Holz oder sowas. Kontrolliert eure Vorfächer. Es war jetzt hier in dem Bereich richtig rau. Komm, vielleicht kann man das erkennen. Und da konnte man schon so kleine Fäden abziehen. Und dann einmal den Reißtest gemacht, kurz angezogen, zack war es. Also neuen Haken, neue Blei und dann geht es wieder ab. Also ganz wichtig, immer die Vorfächer kontrollieren. So. Gerade bei Grundeln, die haben vorne mit ihren kleinen Zähnchen, die fressen auch das Vorfach einfach mal ab. Ne? Das wird so rau und dann habt ihr einen Biss, zieht einmal an und weg. Und wenn das dann ein guter Fisch ist, ist das natürlich ärgerlich. Ist auch ärgerlich wie jeden anderen Fisch, der muss nicht mit dem Haken rumschwimmen im Maul. Ne? Aber wenn ihr den richtig guten verliert, ärgert ihr euch doppelt, wenn ihr nicht einfach mal gecheckt habt, wie sich das Vorfach anfühlt. Also neuer Haken dran und dann geht es weiter. Auch das ist Angeln. Man sitzt, starrt blöd auf den See oder aufs Wasser und passieren tut nichts. Es ist tatsächlich passiert. Eine Rotauge haben wir endlich. Ne? Das machen wir jetzt schnell ab und dann kann er wieder rein. Abgerissen. Also ich tippe mal, das sind Grundeln und die ziehen dann direkt unten irgendwo in Steine rein. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es da unten aussieht, aber es ist jetzt zweimal passiert an zwei verschiedenen Stellen, vorher den ganzen Tag eigentlich gar nicht. Ja. Das ist dann jetzt ein guter Moment, um alles einzupacken. Ja, der Angeltag, der neigt sich jetzt zum Ende zu. Man sieht, es ist alles eingepackt. Muss man alles ins Auto bringen. Am Ende haben wir 8-9 Grundeln. Alle habt ihr, glaube ich, nicht gesehen. Dann haben wir einen Barsch, ein Rotauge gab es noch. Ja, und ich glaube, beim nächsten Mal lasse ich einfach die Fiederroute zu Hause. Gehe nur mit der Pose, vielleicht mal gegen Abend. Jetzt war ich morgens bis nachmittags. Aber es hat mega viel Bock gemacht, mal wieder so ein bisschen oldschool mit Pose zu angeln. Und jo, jetzt alles einpacken und dann soll das hier gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Unterhaltung. Die großen Fische kamen nicht raus, aber immerhin gab es ein bisschen Fisch. Man hatte was zum Gucken. Also bis demnächst. Haut rein und viel Spaß, wenn ihr angeln geht. Ne? Ciao.